Ja, hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Hier ist der Adi von Translated Press. Letzte Woche war eine der spannendsten Wochen seit Jahren, was die Politik in den Vereinigten Staaten angeht. Der Durham Report wurde in seiner Vollständigkeit veröffentlicht und mein Gott, was ist da alles zutage gekommen? Der Schlamm aus Washington dringt jetzt fast täglich aufs Neue an die Öffentlichkeit und der Schmutz und die Korruption, die da ans Licht kommt, ist genau das, was Donald Trump seit Jahren schon beanstandet und was seit Jahren von Big Tech und den Mainstream-Medien zensiert und geleugnet wird. Aber wir sehen immer wieder, dass die Resistenz der Trump-Hasser auf der ganzen Welt und auch in den deutschen Medien praktisch nichts darüber berichtet, was gerade in den USA passiert. We first went through Russia, Russia, Russia. It was all bullshit. Sei es über die FBI-Informanten, den Durham-Bericht oder die katastrophalen Umstände und Zustände an der südlichen Grenze zu Mexiko. Aber lasst uns beim Thema bleiben, meine Lieben, der Durham-Bericht und was wir daraus gelernt haben. Der einzige Journalist, der sich aus dem linken Spektrum getraut hat, etwas Wahrheit anzudeuten und zu berichten, auch nur sekundenweise, das war Jake Tapper von CNN. Und lasst uns zu Jake Tapper gehen, weil ich denke, das ist das einzige Beispiel für einen ehrlichen Reporter, auch wenn es nur sekundenweise ist, den es seit der Veröffentlichung des Durham-Berichts gibt. Und das, was er auf CNN gesagt hat, hört euch das an, meine Lieben. Regardless, the report is now here, it has dropped, and it might not have produced everything of what some Republicans hoped for. It is regardless devastating to the FBI, and to a degree it does exonerate Donald Trump. Egal, der Bericht ist jetzt hier und auch wenn er vielen nicht gefällt, ist er trotzdem verheerend für das FBI und bis zu einem gewissen Grad entlastet er Donald Trump. Also was, haben wir das alles jetzt richtig gehört? Donald Trump ist unschuldig und das kommt von CNN? Muss doch ein Fehler sein, oder? Nein, es ist kein Fehler. Der einzige ehrliche Reporter der Linken auf dieser Welt ist seit der letzten Woche Jake Tapper. Ja, so unglaublich das klingt, er war einer der Ersten, der wirklich auf den Zug aufgesprungen ist und der gesagt hat, das ist wahr, Trump scheint nicht involviert gewesen zu sein in den Russland-Skandal. Russia, Russia, Russia. Das ist eine große Sache für CNN und für Jake Tapper, wenn er so etwas auf CNN sagt. Das macht ein bisschen Hoffnung zu sehen, woher echter Journalismus noch kommt in diesen schweren Zeiten. Und ja, es ist ziemlich erstaunlich, was wir gestern herausgefunden haben, nämlich, dass das FBI null Informationen oder Vertrauen in irgendetwas von dieser Untersuchung gesteckt hat, die voller falscher Informationen war und dass sie Trump ausspioniert haben, noch vor seiner Wahlkampagne und auch während der ganzen Wahlkampagne. Und über die Tatsache, die jetzt besteht, dass Hillary und ihre Kampagne Trump in Misskredit bringen wollten, indem sie behaupteten, es gäbe russische Absprachen, und so haben sie Joe Biden aufmerksam gemacht, und das war Hillary Clinton während des Wahlkampfes am 3. August 2016 informierte der damalige CIA-Director John Brennan im Oval Office Barack Obama, Biden und James Comey, dem FBI-Direktor, sowie andere hochrangige Regierungsvertreter der Obama-Regierung. Sie diskutierten über Russlands Bemühungen, sich in die Wahl einzumischen und laut Brennans handschriftlicher Notiz und seine Erinnerungen an das Treffen informierte er über relevante Informationen, die bisher über die russische Wahl bekannt waren, als Einmischung, einschließlich des Zitat der Clinton-Plan-Geheimdienst,
Was war das noch gleich? Könnt ihr euch erinnern? Durham schreibt ausdrücklich, Direktor Brennan deklassierte handschriftliche Notizen, die widerspiegeln, dass er die Teilnehmer des Treffens über die angebliche Zustimmung von Hillary Clinton am 26. Juli informierte und einen Vorschlag eines ihrer Wahlkampfberaters machte, um Donald Trump zu verunglimpfen, indem er einen Skandal heraufbeschwörte, der behauptet, es gäbe Einmischung der russischen Sicherheitsbehörden. Zitat Ende. Ich frage euch jetzt, wie kann ein amerikanischer Bürger oder sonst jemand mit klarem Menschenverstand behaupten, dass dies keine große Sache wäre? Nicht nur, dass sie all dies bereits getan haben, sondern dass sie alle gewusst haben, dass es von Hillary Clinton kam, aus ihrer Kampagne. Die ersten Geschichten waren, dass dies von einem GOP-Mitarbeiter gekommen wäre. Also sie wollten es auf die Republikaner schieben. Erinnert ihr euch, das war die erste Sache, die behauptet wurde, es käme von einem republikanischen Aktivisten. Dann recherchierten sie und der Präsident, das FBI und die CIA alle wussten, dass es am 26. Juli beschlossen wurde und dann im August im Ovalen Office verbreitet wurde, dass Hillary Clinton den sogenannten Clinton-Plan der Geheimdienste, so nannten sie es damals, sie hatte ihn und sie veröffentlichte diese Angelegenheit, um zu versuchen, das Rampenlicht von ihr abzulenken und vor allen Dingen, um den Skandal, um die E-Mails zu neutralisieren und von ihr abzulenken. Darum ging es. Durham hat das geschildert in seinem Bericht. Er hat angemerkt, dass obwohl Comey, der ehemalige FBI-Direktor, bei diesem Treffen anwesend war, das Ganze keine FBI-Aktion ausgelöst hat. Also es kam keine Reaktion von Comey, dem Direktor der FBI. Und er wusste von Anfang an, was los war. Und das haben wir jetzt schwarz auf weiß. Also jedes Mal, wenn Sie Comey im Fernsehen sahen, dann sagte er, wir wissen nichts und es gibt keine Beweise, dass wir es untersuchen müssen. Also die E-Mails von der Hillary Clinton. Und es war im August informiert worden, keine Maßnahmen gegen Hillary Clinton zu ergreifen. Und als dann der Christopher Steele-Bericht an die Öffentlichkeit kam, wussten sie alle, dass die Clinton-Akte der Auslöser war für den Durham-Bericht. Und Durham sagt weiter, dass keiner überhaupt das geringste Vertrauen hatte in der Tat während der Einreichung des Pfizer-Antrags, mit dem man Trump ausspionieren wollte. Der Durham-Bericht und die Agenten waren im Nachhinein der Überzeugung, dass irgendetwas von diesen Dingen wahr sein könnte, okay? Also fangen wir also an, die Zahlen zu addieren, die Verbrechen, die dahinter dieser ganzen Angelegenheit stecken. Das ist Intel. Eine Kampagne wurde vorsätzlich mit falschen Informationen veröffentlicht, um sie mit den Russen in Verbindung zu bringen. Das FBI weiß es, der CIA-Direktor weiß es, er hat den Präsidenten und den Vizepräsidenten unterrichtet. Präsident Joe Biden, er und alle wussten über den Geheimdienstplan der Clinton. Sie wurden darüber informiert und sie haben nichts getan. Aber wenn sie dann entblößt wurden über das, was sie gewusst haben und das, was von der Clinton-Kampagne stammte, dann haben sie die Maschine eingeschaltet und sie befahlen dem FBI, diese Informationen an die Presse weiterzugeben. Also die Maschine der Macht wurde sofort aktiviert und sie haben ja der Presse das Vertrauen gegeben und haben mit der Presse zusammengearbeitet. Durham bemerkte, dass während Comeys Anwesenheit bei diesem Treffen keine FBI-Reaktion ausgelöst wurde, wegen der E-Mail vom 22. August 2016, die ein FBI-Cyberanalyst an die Mitarbeiter des Büros und des Senior Intelligence weitergab und über den des Clinton-Plan informiert hat. Sie haben daran gescheitert, sich an irgendwelche Folgemaßnahmen zu erinnern, die das FBI-Büro nach dem zweiten Vorfall
gehabt hat, spätestens als sie das Christopher Steele Dossier erhielten. Erinnert ihr euch an das Dossier, wo es heißt, dass niemand in der Verwaltung etwas geglaubt hat von dem, dass es direkt von Hillary Clinton kam? Also sie haben es weder geglaubt und sie haben es dann später abgestritten, und das alles wird im Durham-Bericht jetzt klargelegt. Sie wussten schon Monate zuvor, dass alles von der Clinton-Kampagne kommen würde. Sie gingen zu Christopher Steele, er ist der Autor des Dossiers, und sie boten ihm $1 Million an, die sie ihm zahlen wollten, wenn jemand in der Lage wäre, das Ganze auch zu beweisen, weil sie selbst nicht daran geglaubt haben, weil sie diese Stories einfach selbst nicht verdauen konnten. Wenn Hillary Clintons Agenten nun also nichts wirklich Handfestes gehabt haben und dann kommt das FBI dazwischen, sieht sich das an und sagt, das ist Müll, aber denkt, es könnte vielleicht wahr sein, also bieten sie dem Christopher Steele $1 Million an, wenn er es schafft, Beweise zu bringen, dass das tatsächlich wahr ist. Hatte jemand ein Problem damit? Kein Mensch. Irgendjemand? Nein, keiner. Und dann ist einer der FBI-Agenten, Brian Outen, der auch erwähnt wird im Durham-Bericht, der ist nach Rom gereist und traf sich mit Christopher Steele im Oktober 2016. Und er hat ihm das Angebot gemacht, Wissen, dass es sich hauptsächlich auf eine Person oder eine Unterquelle bezog. Und die Quelle war Igor Dechenko. Igor Dechenko war ein Russe, der in Amerika gelebt hat, der einen Bezug gehabt hat zum russischen Geheimdienst. Und sie zahlten ihm fast $250.000, auch nachdem er keine Beweise vorlegen konnte. Und es wird aber noch schlimmer, meine Lieben, schockierenderweise. Nach dem Durham-Bericht hatte das FBI erhebliche Beweise, dass Dechenko selbst im russischen Geheimdienst tätig war. Er hatte die Spionageabwehrermittlungen gegen ihn auf Twitter untersucht, weil Agenten fälschlicherweise glaubten, dass er das Land verlassen hatte. Und das FBI ermittelte damals gegen Dechenko als möglichen russischen Spion von 2009 bis 2011, nachdem ein Kollege am Brookings Institute die linksgerichtete Denkfabrik, wo er gearbeitet hat, dem FBI sagte, dass Dechenko in Aussicht stellen könnte, ihn für geheime Informationen zu bezahlen. Wenn der Kollege der Obama-Regierung und dem FBI sagen würde, dass er den Verdacht habe, dass Dechenko mit dem russischen Geheimdienst in Verbindung stehe. Denn dann würde daraus eine vollwertige Untersuchung mit angeblichen Beweisen, als das FBI erkannte, dass Dechenko kein unerwarteter bzw. kein unbekannter Partner war von zwei anderen Spionen und Kontakte zu bekannten russischen Geheimdienstlern hatte und sich zu russischen Geheimdienst bekannte, da kam heraus, dass er an speziellen Aufträgen für die russische Armee gearbeitet hat und dass ein russischer Pass ihn als Zugehörigen der russischen Armee auswies mit Verbindung zum russischen Militärgeheimdienst, den sie ihm bezahlt haben, um zu beweisen, dass Trump geheime Absprachen hatte mit Leuten wie ihm, und er konnte diesen Beweis nicht erbringen. Aber gehen wir jetzt zu Jonathan Turley. Jonathan Turley ist ein amerikanischer Rechtsanwalt, ein Journalist und ein Professor an der Georgetown Universität. Und er sagt, dass der Associated Press versucht hat, dies nicht als das Verbrechen des Jahrhunderts abzutun, aber Donald Trump bezeichnete es so, ob jemand jemals verurteilt wird oder nicht oder zur Rechenschaft gezogen wird, ist schwer zu klären, sagte er, weil so etwas in der Tat noch nie vorgekommen ist, weil es so schädlich und so spaltend für die amerikanische Nation ist. Das Kriminelle an der Sache ist, dass es so scheint, als ob die Verantwortlichen damit durchkommen werden, aber das heißt nicht,
dass es kein Verbrechen war, sondern nur, dass die Leute nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Es gibt so viel Fehlverhalten in all dem, aber lasst uns auf eine große Lüge hinweisen, die wir immer gewusst haben, nämlich, dass der Bericht eine Lüge ist. Wir wussten das alle, aber wir wurden als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Und jetzt ist es bestätigt. Erinnert ihr euch an Adam Schiff? Donald Trump sagt immer der Melonenkopf zu ihm. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses im Geheimdienstausschuss. Er hat behauptet, er habe Beweise, die er nicht weitergeben kann, nämlich die der russischen Bestechung bzw. des Einflusses der Russen. Und jetzt, wo der Durham-Bericht bestätigt, dass es nie so etwas gegeben hat, was war dann der Beweis, den Adam Schiff angeblich gehabt hat? Während Durhams Feststellungen ergeben, dass es keine Grundlage für die Maßnahmen für die Einleitung der Untersuchung durch das FBI gegeben hat, es wäre ein guter Zeitpunkt für das ehemalige Haus und den ehemaligen Vorsitzenden des Geheimdienstes Adam Schiff, jetzt genau zu dieser Zeit zu enthüllen und die Beweise zu zeigen, von denen er damals behauptet hat, dass er sie hätte, dass die russischen Absprachen existiert haben. Aber wir wissen seit dieser Woche, es gibt keine Beweise, es hat sie niemals gegeben. Also hier ist, was gerade in Amerika los ist. Jetzt haben die in den USA einen ehemaligen Präsidenten, der gewusst hat, dass jemand den republikanischen Kandidaten verleumderisch angreifen wird und eine Geschichte erfunden hat, nämlich Obama, über den russischen Geheimdienst, damit die Presse nicht mit Hillary Clinton über ihre E-Mails berichtet. Und der Präsident wusste davon. Der Vizepräsident, der heute der Präsident ist, wusste auch davon. Und die CIA wusste davon und das FBI hat davon gewusst. Aber sie haben alle nichts unternommen. Wenn das keine Wahlfälschung ist, meine Lieben, dann weiß ich nicht, was es ist, wenn jemand eine Wahl aufgrund von Intrigen gewinnt und das alles noch mit Hilfe der Presse legitimiert wird, wo alle Beteiligten gewusst haben, dass es gelogen war. Und dann kann man mit großer Genauigkeit auch von einem Wahlbetrug ausgehen. Auf jeden Fall aber kann man von Wahlbeeinflussung ausgehen und auch das ist ein Betrug. Viele Menschen, die all das seit einer Woche wissen, werden sicherlich keine Ruhe geben, bis jemand mit Verantwortung an dieser Intrige ins Gefängnis kommt. Oder was glaubt ihr? Jetzt musste sich natürlich das FBI äußern und das hat es getan und gesagt in einer Erklärung, dass das Verhalten von 2016 und 2017 des Sonderberaters Durham der Grund dafür war, dass die aktuelle FBI-Führungsspitze bereits ausgetauscht wurde. Trump hat die FBI ausgetauscht und sie sagen jetzt, aber wir haben ja alles getan, um das Problem an der Wurzel zu lösen. Und Dutzende von Abhilfemaßnahmen wurden durchgeführt, behauptet jetzt das FBI, die nun seit einiger Zeit in Kraft sind, so dass alles behoben wurde, alles ist sauber, hier gibt es nichts zu sehen, niemand ist ins Gefängnis gegangen, niemand wurde entlassen, niemand wurde festgehalten und zur Rechenschaft gezogen, aber sie sagen, vertrauen Sie uns, wir haben alles in Ordnung gebracht. Junge, 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 ich bin so nah daran, meine Fassung zu verlieren und Worte zu benutzen, die ich hier gar nicht benutzen darf. Und zum FBI, das ja jetzt vollkommen unter Beschuss steht, ihr wisst ja, ich habe euch einige Videos heute reingestellt über die Informanten. Ich kann dazu nur sagen, die haben ein ernstes Problem. Also wie können sie das noch lösen? Sie werden aus dieser Sache nicht rauskommen. Also jetzt ist die Zeit gekommen für Präsident Trump. Mit all dem, was Tag für Tag Neues herauskommt, habe ich große Hoffnung, dass endlich die Mehrheit der Amerikaner auf den Zug aufspringt. Denn das Beste, was sie jetzt tun können, ist sicherzustellen, dass die Leute, die Trump das angetan haben, jetzt aufwachen,
Denn was man Donald Trump hiermit zugefügt hat, das kann auch Ihnen oder anderen vom FBI angetan werden, wenn Sie nicht damit einverstanden sind, was Sie denken oder tun. Oder jeder, der heutzutage eine andere Meinung hat wie die Regierung in Washington, der kann morgen vom FBI beschattet werden. Sie werden euch verfolgen, sie werden euch ins Gefängnis stecken. Mein Gott, wer wird denn die Demokraten jemals zur Rechenschaft ziehen? Ich bin mir nicht sicher, ob es die Republikaner sind, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Gerade jetzt werden ja ständig korrupte Machenschaften der Familie Biden neu aufgedeckt und vielleicht wachen die Menschen auf und erkennen, was um sie herum gerade geschieht. Wir alle brauchen einen völlig neuen Blickwinkel. Jetzt wundert man sich nicht mehr, warum die vielen Hunter Biden Verbrechen ungestraft geblieben sind. Es ist eine ganz lange Liste von Verbrechen mit konkreten Beweisen, die das FBI hat und die offensichtlich gut dokumentiert sind. So gut, dass irgendein schwachsinniger Staatsanwalt mit Kusshand eine Verurteilung erreichen könnte von Hunter Biden. Innerhalb von 2 Tagen hat der Sohn des Präsidenten 6 verschiedene Prostituierte angeheuert, um ihnen zu dienen. Die Staatsanwaltschaft lehnte es ab, eine Anklage in Delaware 2019 zu erheben. Auf Hunter Bidens Laptop dokumentierten sie mindestens 9 Fälle, in denen er den Kauf illegaler Drogen dokumentiert. Staatsanwälte haben es abgelehnt, Anklage zu erheben. Ich könnte immer weiter so machen. Verbrechen, die Hunter Biden begangen hat, die von Drogen, Waffen über Prostitution bis hin zu Einflussnahme und Steuerbetrug gehen, die sind unbestrittene und gut dokumentierte Fälle. Wenn man das liest, ist man angewidert. Wenn ein einziger Bürger in Amerika auch nur 1/10 davon verbrochen hätte, säße er längst im Gefängnis. Ich habe einen Plan und ich brauche eure Hilfe, damit er funktioniert. Ich werde demnächst eine Kampagne veranlassen, und wir wollen einfach die Leute ermutigen. Wir wollen jetzt in diesen Zeiten nicht, dass ihr aufgeht. Bleibt uns treu, meine Lieben. Ich werde euch weiter berichten, unermüdlich, über all diese Unregelmäßigkeiten, die gerade auf der Welt passieren, hauptsächlich in den USA. Und ich wünsche euch alles Gute und eines noch zum Ende. Bitte vergesst nicht, auf unserer Donorbox euch einzutragen. Die Hälfte des Monats ist bereits vorbei, 3/4 des Monats ist vorbei und wir haben noch nicht mal die Hälfte der Kosten, die wir brauchen. Bitte vergesst das Spenden nicht. Euer Adi, alles Gute, ciao, ciao.